Und schönen Dank für die warmen, herzlichen Worte. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Ich habe noch nie auf einer User Group gesprochen. Und wenn dann natürlich noch volles Haus ist, ist natürlich mega cool. Freut mich sehr. Auch schönen Dank für die Möglichkeit, dass das Angebot ist. Da geht schon los. So schlimm bisher. Wird noch schlimmer. Ja, kurz zu mir, bevor wir anfangen. Mit dem heutigen Thema Web API mit ASP.NET Core. Kurz zu mir. Mein Name ist Fabian Gosebrink. Ich bin MVP und in meiner Freizeit bin ich noch Administrator von mycsharp.de. Und wer mich noch nicht gefunden hat und abgelenkt ist von dieser schönen Frisur da oben, ich bin der Kerl da unten. Und bevor irgendwelche Zweifel aufkommen, ich habe heute noch genauso viel Bartwuchs wie auf dem Foto. Ich werde immer aufgezogen von meinen Kumpels damit, aber es ist leider so. Ich kann leider nichts tun. Genau, ich bin ASP.NET-Entwickler. Ich habe mich so ein bisschen spezialisiert auf ASP.NET Core Web API, was neu gekommen ist, oder ASP.NET. Und so ein bisschen die Angular-Seite auf dem Client, aber das soll heute nicht Thema sein, sondern heute gucken wir uns nur ASP.NET Core an. Wenn ihr mich erreichen wollt für Fragen, Hastiraden, Lob oder sonst irgendwas, könnt ihr mich auch auf Twitter erreichen mit dem Handle Fabian Gosebrink einfach. Wenn irgendwas ist, bin ich eigentlich da am schnellsten zu erreichen. Gut, um was soll es heute gehen? ASP.NET Web API, das war so das Thema, was ich mir eigentlich mal gesetzt hatte. Ich habe in der letzten Zeit sehr, sehr viel Angular-Zeug gemacht und wollte ein bisschen mehr in die ASP.NET-Ecke gehen. Und dann habe ich einen Jungen gefragt und gesagt, hey, soll ich mal was machen? Und er meinte, ja, du, wenn du willst, kannst du das gerne machen. Und Microsoft hat in der letzten Zeit sehr, sehr viel umgeschiftet. Die haben sehr, sehr viel gearbeitet und so weiter und so fort. Und dieses ganze ASP.NET Web API oder ASP.NET Core, was da gekommen ist, denn das heißt jetzt ASP.NET Core Web API. Ich wollte das so ein bisschen demystifizieren. Ich wollte da so ein bisschen was reinbringen und sagen, okay, wir können das klar abgrenzen. Und genau das will ich eigentlich heute klären mit euch. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach, haben wir schon gesagt, auf den Tisch klopfen oder so, dann wird das Mikrofon gesprengt. Nein, einfach Hand hoch oder einfach irgendwas schmeißen oder irgendwie rufen oder so. Dann klären wir das gleich, wenn das okay ist für euch. Gut, also Thema heute ASP.NET Core Web API. Und um das Ganze abzugrenzen, gibt es ein schönes Bild, was ich im Internet gefunden habe, was ich gerne mit euch betrachten würde. Und wenn man das auf den ersten Blick sieht, ist das erstmal, also ich fand es erstmal verwirrend. Und ich bin mir sicher, einige von euch haben es auch schon gesehen. Aber ich wollte das Bild mal teilen mit euch und nur mal so kurz abgrenzen, wo wir uns heute Abend überhaupt befinden, auf welchem Feld wir heute Abend spielen. Ja, und auf der einen Seite hat man hier, wenn man das mal betrachtet, links diese ganz normale, in Anführungsstrichen, alte Welt, so wie wir sie kennen. Ich sage in Anführungsstrichen alt, weil im Moment habe ich das noch bei vielen Kunden im Einsatz. Das heißt, die sind noch nicht auf ASP.NET Core. Das Ganze läuft noch. Also es ist nicht unbedingt alt, ich würde es fast noch aktuell bezeichnen. Das Neue kommt erst. Also die Firmen sind nicht so dynamisch wie wir Entwickler oder wie Microsoft im Fall. Also die können nicht so schnell umschwenken. Das ist so dieser alte Weg. Das heißt, wir haben das volle .NET Framework. Obendrauf haben wir unser ganz normales ASP.NET. Good to go. Das Ganze ist bulletproof. Wir können damit arbeiten. Alles gut. Der nächste Teil, und das ist dieser mittlere Teil, und da haben wir im Prinzip schon das Neue, die neue Projektform ASP.NET Core 1.0, aber sie basiert immer noch auf dem vollen .NET Framework. Ja, das heißt, im Visual Studio können wir, wenn wir File New Project sagen, können wir wählen, willst du eine klassische oder eine ASP.NET Core Applikation? Und selbst da können wir wieder unterscheiden, ich hätte gerne eine ASP.NET Core Applikation basierend auf dem vollen .NET Framework. Dann habe ich wieder mein komplettes .NET Framework. Oder ich gehe auf diese Schiene und sage, ich hätte gerne eine ASP.NET Core Applikation basierend auf .NET Core. Ja, das sind so diese drei Säulen, die ich im Moment wählen kann. Und ASP.NET Core sind eben die zwei Säulen, basierend auf dem vollen .NET Framework oder basierend auf .NET Core. Das ist so die Entscheidung, die ich am Anfang fällen muss, wenn ich sage, File New Project. Okay, also das war so eine der riesen Neuerungen, die Microsoft mitgebracht hat. Die nächste Neuerung, die wir haben, ist, das Ganze ist Open Source. Ja, das heißt, ihr könnt auf GitHub gehen, ihr könnt den Source Code angucken, ihr könnt gucken, wie ist das gemacht. Ihr werdet feststellen, die Jungs da drüben sind zwar gut, aber die kochen auch nur mit Wasser. Das ist ganz normaler Code, wirklich. Man kann ihn lesen und man kann ihn, es ist nichts, keine Hexerei, sage ich mal. Ihr könnt einfach gehen auf github.com, asp.net. Da ist im Prinzip alles, was ihr wissen müsst. Wenn ihr mal nicht wisst, wie irgendwas implementiert ist, könnt ihr da reingucken. Ihr könnt sogar Pull-Requests machen, ihr könnt contributen. Wie das geht, hat der Damien auf seinem Blog neulich super beschrieben. Einfach mal vorbeigucken. Also ihr könnt daran teilnehmen. Alles Open Source, das ist auch so ein bisschen dieser neue Gedanke von Microsoft, schlägt auch voll in ASP.NET Core wieder. Was ist noch? Das Ganze ist Cross-Plattform. Und wieder, Cross-Plattform, ASP.NET Core ist nicht zwingend Cross-Plattform. Es ist nur Cross-Plattform, wenn wir auf dem .NET Core basieren. Das heißt, wenn wir das volle .NET Framework haben, sind wir immer noch an Windows gebunden. Aber wenn ihr zu Kunden geht und sagt, hey, wollt ihr Cross-Plattform sein, müsst ihr basiert auf .NET Core sein. Das heißt, ihr müsst am Anfang wählen, ASP.NET Core Projekt,
basierend auf .NET Core. Und dann läuft das Ganze auch unter Mac und unter Linux. Und das ist auch so die Ecke, wo wir uns heute aufhalten werden. Das heißt, ich möchte heute wenig mit dem .NET Framework machen, sondern alles basierend auf .NET Core. Gut, was ist noch neu? Es gibt diesen einen Controller. Man hat früher bei ASP.NET musste man sich entscheiden, hey, ich würde gerne eine API-Schnittstelle bauen oder ich würde gerne eine MVC-Schnittstelle bauen. Eine API-Schnittstelle hatte andere Rückgabetypen, da wurde, ich sage mal, JSON zurückgegeben meistens. Und bei dem Controller abgeleiteten wurde die komplette View serverseitig fertig gemacht und wurde komplett zum Client gesendet. Das war eigentlich so ziemlich der Unterschied. Und Microsoft hat das Ganze im Prinzip zusammengemerged. Das heißt, man hat jetzt nur noch einen Controller. Das heißt, MVC, Web API und die Webpages, die es gab, all das ist jetzt zu ASP.NET Core zusammengeschmolzen. Und man leitet im Prinzip im Code. Sie sehen wir nachher nur noch von einem Controller. Gut, was ist noch neu? Kestrel. Wer hat schon gehört, Kestrel? Wer kennt Kestrel? So ein paar. Kestrel, der neue Webserver von Microsoft. Das heißt, sie haben gesagt, okay, wir wollen nicht mehr diesen riesigen Monolithen ASP.NET oder den riesigen Monolithen IIS haben, den ihr konfigurieren müsst und da wird im Prinzip eure Applikation gehostet, sondern ihr könnt jetzt Kestrel nehmen und Kestrel ist ein kleiner Webserver, er ist mega schnell und da könnt ihr im Prinzip eure Applikation drin hosten und das Szenario könnte beispielsweise sein, dass ihr einen IIS habt, der ist so eine Art Load Balancer und der macht einfach einen Redirect von den Requests auf eure einzelnen Applikationen. Und da wird dann eure Applikation gehostet. Das heißt, der Kestrel hostet eure Applikation. Ihr müsst kein ASP.NET verwenden, kein IIS verwenden. Ihr könnt aber auf jeden Fall. Also, wie ich erwähnt habe, das Ding ist sauschnell. Microsoft geht sehr, sehr in die ganze Performance-Geschichte. Es war so, dass sie sich gesagt haben, hey, die sind alle so schnell und wir sind so langsam. Es kann doch nicht wahr sein. Deswegen hypen sie im Moment Performance extrem. Und das sehen wir an einem noch nicht ganz so alten Tweet von Ben Adams. Ben Adams ist ein Contributor von ASP.NET, der macht sehr viel und der ist knapp eine Woche alt oder eine Woche alt jetzt und der hat geschrieben, auf 16 Cores. Ja, hat jeder zu Hause stehen. Also das ist schon ein bisschen viel, 16 Cores, aber trotzdem 14,8 Millionen Requests pro Sekunde, das ist schon sackschnell. Und auch wenn wir keine 16 Cores haben, der Kestrel ist im Moment wie gesagt, sie buttern extrem Performance-Sachen rein. Ich glaube, wir waren letztes Jahr bei 1, irgendwas Millionen Requests auf keine Ahnung wie viel Cores oder so. Also das ist schon sehr, sehr schnell. Und kurz danach kam ein weiterer Tweet von ihm, den ich auch mal rausgesucht habe. Und auf Linux ist der ASP.NET Core Linux Web Server unter den Top 10, unter den schnellsten im Prinzip. Ja, also da haben sie im Prinzip, und das auf Linux und nicht mal auf Windows. Also das ist schon extrem cool, da waren sie vor ein paar Jahren meilenweit entfernt von. Also Kestrel, der neue Webserver, extrem performance, extrem leicht aufzusetzen. Das gucken wir uns nachher nochmal an. Ich habe noch Code-Demos dabei, wo wir dann nochmal einsteigen. Okay, noch neu ist die Konfiguration. Mittlerweile ist es so, früher haben wir so eine Web-Config gehabt, da war alles in XML. Und heute ist es so, dass wir die Konfiguration mehr fluent-mäßig machen können. Das heißt, wir können in unsere Datei gehen und sagen, use das, mach das, mach das. Das heißt, es ist im Code und für uns Entwickler ist es einfacher zu lesen. Wir können es aneinander chainen, die ganzen Begriffe, und können sagen, hey, du verhältst dich bitte so, benutz bitte das und so weiter und so fort. Und was dazu kommt, ist die Middleware. Wir können jetzt Middleware definieren und können sagen, hey, ich baue meinen Weg zu meinem Controller, wo ich ihn nachher abfange und dann die Logik habe. Diesen Weg würde ich gerne bauen für jeden HTTP-Request. Das heißt, der HTTP-Request kommt rein, er durchläuft die Middleware, dann die andere Middleware und beim Rausgehen durchläuft er die Middlewares in der umgekehrten Reihenfolge. Ja, das können wir alles konfigurieren und das konfigurieren wir in einer sogenannten Startup.cs. Und dieses Startup.cs war gerade für mich am Anfang sehr, sehr schwierig zu verstehen und wenn ich jetzt zu Kunden gehe und das sage, dass wir die Startup.cs haben, dann sagen die, das ist ganz schön Magic, ich habe keine Ahnung, was da passiert. Aber im Prinzip ist es gar nicht so schwer, denn wir haben zwei Methoden. Einmal die Configure Services Methode, die gucken wir uns nachher noch an, und wir haben eine Configure Methode. Und die Configure Service Methode ist eigentlich die, wo wir sagen können, was unsere Applikation alles beinhalten soll. Das heißt, wir sagen, hey, benutze mir bitte MVC, benutze mir bitte mein Repository, benutze mir bitte den Service, mach das und so weiter und so fort. Die Reihenfolge spielt hier noch keine Rolle. Interessant wird es hier unten, weil hier kann ich meine Request-Pipeline zusammenstecken. Und hier spielt auch die Reihenfolge eine Rolle. Das heißt, hier sage ich wirklich, wenn der Request reinkommt, hätte ich gern das mit ihm gemacht, das mit ihm gemacht. Und das ist wirklich sequenziell, das wird sequenziell abgearbeitet.
Und am Ende müssen wir auch sagen, use MVC. Das heißt, wenn wir Services add MVC machen, meine Applikation soll bitte MVC benutzen, dann müssen wir es unten hier auch sagen, hey, bitte benutze es wirklich. Ja, so ungefähr. Hier füge ich es hinzu und da sage ich, mach es wirklich. Aber wir gehen nachher noch darauf ein, was die anderen machen. Middleware, das war das, was ich eben kurz erwähnt habe. Im Prinzip ist es genau das. Wir haben einen Request, der kommt rein, der geht zur ersten Middleware, da wird Next aufgerufen, man muss es bestimmt ableiten und dann Next aufrufen. Dann kommt die nächste Middleware, die da drunter geschrieben wurde in der Configure Services. Dann kommt die nächste Middleware, irgendwann kommt dann mal mein Controller. Und wenn der Request wieder rausgeht, kommt eben die Middleware, eben in umgekehrter Reihenfolge, da muss keine Logik stehen. Aber ein gutes Beispiel ist immer das Messen, wie lange eure Requests gebraucht haben. Also ihr könntet theoretisch hier eine Stoppuhr starten und sie da wieder stoppen. Und dann könntet ihr genau einen Header schreiben, hey, mein Request hat so und so lange gebraucht. Könnte man machen. Das wäre so ein Beispiel für Logik beim Reingehen vom Request und Logik beim Rauskommen vom Request. Okay, und bei dem Controller da hinten können wir im Prinzip REST-Services erstellen. Das ist da, wo unsere komplette Schnittstelle gemacht wird. Da wird unser REST-Service implementiert. Und es gibt eine Folie, wo ich sagen muss, wenn ihr die mitnehmt von heute Abend, dann wäre ich sehr, sehr froh. Und das ist die nächste. Denn REST ist nicht Web-API. Das sind fundamentale Unterschiede. REST ist ein Conformer. Ein Service ist REST-konform. Er erfüllt bestimmte Kriterien. Web-API ist eine Technologie, um REST-Services umzusetzen. Ihr könnt auch mit Ruby on Rails REST-Services machen. Ihr könnt auch mit Python, glaube ich, REST-Services machen. Keine Ahnung. Also REST-Services ist das eine. Web-API, ASP.NET Core Web-API, ist eine Technologie, um REST-Services umzusetzen. Das sind einfach zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Und wie so ein REST-Service aussieht, das sehen wir hier. Meistens hat er zwei GET-Requests, einen POST, PUT und einen DELETE-Request. Der GET-Request ohne ID geht meistens los und sagt, hey, gib mir bitte alle deine Ressourcen. Ich habe es jetzt Haus genannt, das könnte auch Customer sein, Bestellung sein, whatever. GET mit einer ID hinten, gib mir mal eine Resource zurück. POST heißt, ich schicke dem Server Post, ich trage was Neues ein, so merke ich es mir immer. PUT heißt Update, ich möchte gerne den Eintrag mit der ID updaten und DELETE heißt löschen. Und das Lustige ist, das Ganze gab es schon zu WCF-Zeiten, das war alles schon da. Das gibt es schon ewig. Und ich habe vor Jahren in einer Firma gearbeitet und wir haben WCF-Services gebaut. Und irgendwann kam ein Kollege und hat gesagt, wieso verwenden wir nicht das HTTP-Protokoll? Das hat alles, was wir brauchen, nämlich genau das. Und wir machen alles mit WCF, du hast völligen Overload und so weiter und so fort. Er hat das vor, ich glaube, es war vor 10 Jahren oder sowas, habe ich da Praktikum gemacht und da kam das schon hoch. In der letzten Zeit werden REST-Services extrem gehypt, weil sie viel, viel leichter zu konfigurieren sind als WCF-Services und so weiter. Also das gibt es schon ewig, das ist nichts Neues. Das Wichtigste bei einer Web-API, wenn ihr eine baut, oder für mich das Wichtigste, sind eigentlich Status-Codes. Das heißt, ihr habt eine Web-API und die empfängt HTTP-Requests und gibt eine Response raus. Und das Einzige, was diese Response sagen kann, über das, ob sie erfolgreich war oder nicht, also über ihren Status, ist der Code. Und da gibt es festgelegte Codes für. Das heißt, egal wer diese Web-API konsumiert, der kriegt eine Response und da ist ein Code drin und dann weiß er genau, okay, das ist gut gelaufen, das ist schlecht gelaufen, whatever. Und da sind eigentlich drei Ranges wichtig bei den Status-Codes. Alles mit 200 ist gut. Alles, was mit 200 bis 290 losgeht, ist schon mal prima. Dann ist es gut gelaufen. Alles mit 400 ist schlecht. Wenn ihr ein 400er Response bekommt, heißt das aber meistens auch, dass der Client irgendwas falsch gemacht hat. 404, not found. Ihr habt irgendwas angesurft, was es nicht gibt. 403 ist forbidden, 401 unauthorized oder sowas. Das heißt, ihr macht etwas, was ihr nicht dürft. 400 ist also schlecht. 500 ist ganz schlecht. Wenn ihr 500er bekommt, dann müsst ihr einen Service-Admin anrufen und sagen, hey, bei euch läuft irgendwas nicht. Denn 500 impliziert, dass irgendwas auf dem Server falsch gelaufen ist. 500 interne Server-Error. Ja, und es ist wichtig, dass ihr den richtigen Status-Code zurücksendet, damit der Konsument einfach weiß, was da oben gerade passiert ist. Und wenn ihr jetzt mal an Angular denkt, wer Angular kennt, der weiß genau, okay, bei einem positiven Status-Code springt er in meine positive Funktion, negativ kann ich behandeln, ich kann dem User was anzeigen, hat nicht geklappt, weil und so weiter und so fort. Ja, das heißt, Status-Codes sind sehr, sehr wichtig. Das ist die einzige Möglichkeit für eine API, dem Client mitzuteilen, hey, wie es lief. Ja, es lief gut, es lief schlecht und so weiter. Okay, dann würde ich mir gerne mal die muss ich mit euch anschauen. Gibt es irgendwelche Fragen hier?
Nichts. Kestrel läuft auch in Kombination von ASP.NET Core und .NET 4.6. Die Frage war, Kestrel läuft in Kombination mit ASP.NET Core und .NET 4.6. Ja, also kann ich da auch das auf dem Kestrel deployen. Also .NET Framework 4.6 hat erstmal nichts mit Kestrel zu tun, soweit ich weiß, sondern das ist nur .NET Core, das Ganze. Also wenn du eine Anwendung mit .NET Framework 4.6 hast, musst du die immer noch unter dem IIS laufen lassen. So ist mein letzter Stand. Ich denke, wenn es eine ASP.NET Core-Anwendung ist, läuft sie auch mit Kestrel. Absolut, ja, genau, absolut, stimmt. Ja, richtig, das ist so, genau. Also ASP.NET Core läuft wieder auf Kestrel. Also das kannst du auch auf Kestrel laufen lassen. Also unabhängig vom Framework. Genau. Genau, also. Was ich jetzt zeigen will, ist im Prinzip dieses Standardbeispiel. Ihr seht nichts. Ha, ist volle Absicht. Da ist nicht was. Jetzt sehe ich aber nichts mehr. Moment. Kriegen wir hin. Duplikat. Schneidet ihr das jetzt mit dem Screenshare? Okay. Nein, hat er nicht geschnallt. Hat er nicht geschnallt? Nein. Ich muss nochmal scheren. Ja, prima. Ja? Debug. Die ist Debug. Schön. Ein Error occurred. Sehr schön. Nein, jetzt kannst du einfach nochmal. Rejoin. Genau. Skype Call. Sehr schön. Jetzt haben wir so eine Loop drin. Calling. Connectivity issues. Jetzt noch schließt du das Fenster und gehst auf den Weg. Sound hat immer noch. Ja, ich weiß, dass es. Ja, ich weiß, dass es nicht hingehört. Ja, jetzt soll ich es auch noch bewerten. Geht so. Could be better. You owe me a beer. So. Join the meeting. Launch. Tschüss, Mikro. Sharing is disabled. Ich glaube, du musst mich wieder zum... Ich mach dich wieder zum Presenter. Mach mich mal zum Presenter. Referent. So, du kannst... Woher der Sound kommt, weiß ich aber nicht. Ich weiß auch nicht, woher der Sound kommt. Der kommt vom Bildschirm. Ist auch überhaupt nicht nervend, muss ich sagen. Sind wir wieder da? Ja. Okay. Bist du wieder. Gut, prima. Mach das mal klein. Ja. Cancel. Okay. Also, was ich machen will, ist eigentlich dieses Standard-Microsoft-Beispiel basierend auf der .NET CLI. Das heißt, wir sagen jetzt mal, ich mache nur ein neues neuen Folder, navigiere rein und kann sagen .NET New. Dann macht den mir ein neues Projekt. Ich sage .NET Restore. Und sage .NET Run. Da steht Hello World. Ja, im Prinzip ist das so der .NET Core-Gedanke. Das heißt, das war jetzt mein erstes .NET Core-Projekt. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, was ich da gemacht habe, beziehungsweise was das .NET Framework für mich gemacht hat. Wir sehen eine Program.cs und das ist eigentlich nur eine Konsolenapplikation. That's it. Zoom in? Geht das mit dem, kann ich zoomen? Kontrollmaus? Ja, habe ich gerade probiert. Aber geht Windows nicht. Plus geht, glaube ich, immer. Ne? Windows Plus geht immer. Windows Plus? Ah, Store. Netter Versuch. Ja, das war die 1 gedrückt. Kein Problem. View, ich kann Zoom in. Ah, Control, Tatsache. Control Plus ist es nicht. Windows Plus, Control Plus. Nichts geht.
Vergiss am besten die Settings Fall. Und erhöhst die Schriftgröße. So besser? Ja, schon besser. Ja. So ist gut, oder? Prima, okay. Also, worauf ich hinaus will, ist, das Ganze ist nur eine Konsolenapplikation, die wir gerade starten. Wir haben eine DLL und die können wir jetzt cross-Plattform. Die läuft jetzt auch auf Mac. Okay. Das Ganze ging recht schnell. Wenn ich mir jetzt angucke, und ich habe da mal was vorbereitet, wie bei so einer Kochshow, nur dass ich jetzt keinen Hackbraten hier raushole, sondern Command Prompt. Wenn ich jetzt angucke, ich habe genau die gleichen Files. Ich habe eine Program.cs, jetzt habe ich noch eine Startup.cs und eine Project.json. Wenn ich jetzt sage .NET Restore, es ist nur die Startup.cs im Prinzip hinzugekommen, alles andere Program.cs ist wie vorher und .NET Run. Dann läuft mein Webserver. Das ist mein Kestrel. Und wenn ich jetzt hergehe, der Localhost 5000. Ah, muss ich einen Tipp geben gleich, aber machen wir erstmal so. Kommt der Demogott und lässt mich nicht. Eigentlich sollte er mir was bringen. Okay, lassen wir ihn mal. Aber mein Server läuft. Und wenn wir uns angucken, unsere Program.cs ist immer noch eine Konsolenapplikation. Aber das Einzige, was wir in dieser Konsolenapplikation jetzt machen, wir sagen, ich hätte gerne einen neuen Webpost-Builder und sagen Use Kestrel, sagen ihm noch ein paar andere Sachen, die er machen soll. Use Startup-File, die Startup ist die, die wir vorhin gesehen haben, die meine komplette Applikation konfigurieren kann und sagen dann Build und danach Host.run. Das heißt, das ist im Prinzip alles, was .NET Run wieder ausführt. Das startet unseren Kestrel und das ist unser Webserver. Wenn wir jetzt unsere Startup angucken, die ist auch nicht groß, unsere Configure Services hat gar nichts. Und wenn wir jetzt hier schauen, das ist so ein bisschen Gemüse, aber hier wird es interessant, wenn wir sagen add.run, das heißt, es gibt so Run-Blöcke und wer schon mal Node.js entwickelt hat, der kennt diese Run-Blöcke. Ich behaupte mal, Microsoft hat abgeguckt, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil das sind extrem coole Sachen. Wir sagen app.run, das heißt, egal was passiert, fang mir bitte meinen HTTP-Kontext und schreib in den Output Hello World. Und jetzt würde ich eigentlich hier nichts sehen. Warum sehe ich hier nichts? Eigentlich hätte ich jetzt hier ein Hello World erwartet. Aber wir schauen nochmal. Da läuft mein Webserver. Jetzt geht's. Hello World. Ja, das heißt, egal was ich hier jetzt eingebe für eine Route, ist völlig egal. Alles, was ich tue, ist egal, was reinkommt, fang mir jeden Request ab und schreib bitte Hello World in die Response. Aber das nur mal, wie nah wir an der Konsolenapplikation dran sind und wie einfach es ist, so einen Kestrel aufzusetzen im Fall. Also mit den Standardsachen und zwar. Ihr könnt natürlich noch Use Well und so weiter und so fort machen. Aber im Prinzip ist das so der Gedanke von .NET Core. Und das Ding läuft immer noch Cross-Plattform jetzt. Also wir haben noch keine Abhängigkeiten irgendwo. Die Project.json ist im Prinzip dazu da, die ganzen NuGet-Pakete zu referenzieren, die ihr beim .NET Restore reinholt. Ihr könnt das Framework, was ihr anpeilt, könnt ihr festlegen und so weiter und so fort. Publish-Scripts und so weiter. Okay. Was ich darauf basierend gemacht habe, ist, dass ich hergegangen bin und habe mal wieder was vorbereitet und habe im Prinzip, das ist die Startup.cs, die kennen wir, die Program.cs hat sich nicht verändert. Ich bin jetzt nur hergegangen und habe DTOs, Models und Repositories hinzugefügt. Ich muss, damit wir eine lauffähige Applikation haben, will ich so eine Datenbank simulieren und das mache ich eigentlich in unseren Repositories. Das heißt, wir schicken jetzt mal Food über die Pipeline, das ist die Demo, die ich machen will, es geht um Food-Elemente. Und ich habe hier einfach mal so eine Datenbank simuliert, das ist im Prinzip mein Concurrent Dictionary, das ist ein Storage und da kann ich fleißig Food-Items reinschreiben und rausholen und löschen und modifizieren und so weiter und so fort. Das ist im Prinzip das. Das ist kein Hexenwerk. Der bietet die Methoden nach außen an und das ist jetzt ein Service, den ich registrieren will in meiner Applikation. Das heißt, wenn ich mir jetzt die Startup.cs angucke, sehe ich hier wieder, wie wir eben gesehen haben, Configure Services und Configure. Und im Configure Services kann ich sagen Add Singleton in dem Fall. Und dann registriere ich vor dem Interface diese Klasse und kann dann nachher in meinen Controllern einfach nur noch dieses Interface benutzen. Das heißt, wir kriegen Dependency Injection von ASP.NET Core out of the box mit. Und dieser Dependency Injection Container ist eigentlich meine Service Collection des Services.
Und wir müssen keinen Singleton registrieren hier. Das habe ich jetzt nur gemacht, damit ich zu Demo-Zwecken eben ein Storage habe. Wir könnten auch noch sagen Add Transient. Add Transient heißt pro Request, pro Injection, gib mir bitte eine neue Instanz. Das heißt, ihr injectet die Klasse in drei Controller und ihr kriegt jedes Mal eine neue Instanz. Ihr könnt sagen Add Singleton, dann kriegt ihr eins beim Hochfahren der Applikation und beim Abräumen wird es wieder abgeräumt. Und ihr könnt sagen Add Scoped, wo ihr pro HTTP-Request, der reinkommt, eine Instanz bekommt, die wird überall injected und wenn der Request rausgeht, wird es abgeräumt. Das ist im Prinzip so die Unit of Work-Variante, die ihr mit dem Entity Framework nehmen solltet, damit ihr eben einen Container habt und dann damit arbeiten könnt. Okay, wir lassen mal Singleton. Dann haben wir hier Cores aktiviert für eine API, die im Internet steht und die Requests empfangen soll von einer anderen API, denn eure API könnte auf dem Server liegen und euer Client könnte da liegen oder eine MVC-Applikation, die auch eure API benutzt, die könnte irgendwo anders liegen, müsst ihr Cores aktivieren und hier auch wieder Add Cores und hier unten sagen wir Use Cores. Ja, also es gehören meistens zwei Sachen dazu. Dann haben wir noch unseren Automapper. Ich habe mir hier ein Food-DTO gemacht. Das DTO ist das, was wir wirklich rausschicken an den Client. Das heißt, das ist das, was der Client bekommt. Und ich habe ein Item, das ist im Prinzip mein Entity. Das ist das, was ich in der Datenbank speichere. Und beim Reingehen oder beim Empfangen der Requests haben wir eigentlich immer ein Food-DTO. Das ist das DTO. Und dann müssen wir immer mappen von A nach B. Und das könnten wir auch manuell machen. Ich habe den Automapper genommen, weil ich dann einfach von A nach B mappen kann. Und den konfiguriere ich einfach hier unten, Startup CS, wo ich einfach sage, initialize, create map von A nach B und das Ganze auch wieder zurück. Und dann ist gut. Dann kann ich immer den Mapper verwenden und mappen. Und danach sage ich einfach app use MVC. Und das ist die komplette Konfiguration für meine Applikation im Moment. Repository haben wir durchgesprochen. Das Food Item haben wir durchgesprochen. Das ist das, was ich in der Datenbank speichere. Das Food DTO ist das, was ich rausgebe. Das ist das, was der Client sieht. Einfach damit man das nochmal abstrahiert hat. Wenn ihr auf eurem Entity irgendein Feld habt, was ihr noch gar nicht rausgeben wollt, dann könnt ihr das in so einem Mapper beispielsweise konfigurieren. Ihr könnt sagen, hey, der Client soll das noch gar nicht wissen. Oder ihr könnt irgendwelche Sachen zusammensetzen oder sowas. Es ist wie ein View Model eigentlich im Prinzip. Aber bei APIs nennt man es eher Data Transfer Object, deswegen DTO. Genau. Und jetzt kann ich eben losgehen und könnte im Prinzip hier einen neuen Folder machen. Nein, nicht hier, machen wir hier. Und jetzt könnte ich mir hier einen Food Controller machen. Den nennen wir noch .cs. Und wieder mal habe ich da was vorbereitet. Ich habe noch eine Frage. Ja, gerne. Wir haben ja in einem der ersten Folien das mit den Middlewares gesehen. Den drei Middlewares. Wo sind jetzt hier die Middlewares versteckt? Die Middlewares sind im Prinzip hier versteckt. Ja, zum Beispiel ist Development. Da fragt er, ob die Server-Variable gesetzt ist Development. Das heißt, alle Middlewares würde man im Prinzip hier use cause Middleware, use MVC. Das heißt, hier könnte man jetzt app.use my own Middleware. Die musst du wieder, glaube ich, von einer speziellen Klasse ableiten und so weiter und so fort, damit sie konform ist. Und dann kannst du sie hier reinhängen. Und da könntest du zum Beispiel dann deine Stoppuhr starten und dann beim Rausgehen wieder stoppen. Custom Middlewares, genau. Die sind da im Prinzip versteckt. Spezielle Middleware haben wir oben mit Developer Exception Page. Die reagiert nur, wenn es auf der Pipeline wieder zurückgeht. Fängt alles ab, was an Fehler passiert ist. Da hast du deinen kompletten HTTP-Request drin. Das heißt, du kannst genau fragen, hey, an welche Route ging dieser HTTP-Request? Ja, und wenn du deine Kollegen zur Verzweiflung treiben willst, kannst du auch sagen, alles, was mit Slash anfängt, geht auf irgendeine Exception-Page oder sowas. Das noch ein bisschen versteckt und dann drei Wochen Urlaub und du hast einen riesen Spaß, wenn du wiederkommst. Ja, da kannst du wirklich extrem Kusch mitmachen. Aber du bist halt extrem mächtig, was das angeht und kannst genau gucken, okay, wenn irgendwas unauthorized ist, soll er das machen und so weiter. Genau. Middlewares, down. Ist das gut? Gut. Für die Autorisierung und sowas wird das auch in so einer Middleware realisiert? Bisher habe ich es nur in einer Middleware gesehen, ja. Da wird auf das Token dann überprüft und so weiter geguckt, hat der was und so weiter, ja. Also Authentifizierung. Und über die Middleware-Autorisierung wird man über die Attribute machen, über die Action-Filter. Und jetzt nochmals, bei Middleware, das ist so, wir haben da vorher drei Säulen gesehen.
Genau, die drei Säulen standen für drei Middlewares. Im Prinzip könnten das N-Säulen sein, ja, für was N die Middlewares. Das kommt drauf an, wie viel du willst. Also wenn du mit Visual Studio ein neues Projekt aufmachst, dann hast du geschätzt zwischen 5 und 8 Middlewares schon drin. Das sind je nachdem, in welchem Environment du befindest mehrere Fehlerbehandlungs-Middlewares. Dann hast du dort drin Authentifizierung, MVC, ja, das ist extrem viel anderes, ja. Und auch bei den Services oben hinten extrem schon einfach schon viel vorbereitet drin. Wenn du File New Project machst in Visual Studio, dann kannst du sagen, was du machen willst, und dann kannst du sagen, ASP.NET Core basierend auf .NET Core oder eben dem vollen .NET Framework, und danach kommt nochmal ein Fenster, wo du sagen kannst, komplett MVC, dann hast du mega viel drin, dann kannst du Web API machen, da hast du ein bisschen weniger drin, oder du sagst empty, und dann ist es komplett leer, und dann kannst du halt selber alles machen. In dem Dialog kannst du weiterhin noch die Art der Authentifizierung einstellen, je nachdem, was du da auswählst, hast du auch wieder verschiedene zusätzliche Methoden. Okay, cool. Okay, in der Zeit, wo wir gerade abgelenkt waren, habe ich mal Magic die erste Methode implementiert im Prinzip. Was hier passiert ist, ist noch gar nicht viel. Alles, was ich gemacht habe, ist, ich habe einen Food Controller gemacht, und der leitet von dem berühmten Controller ab, wo ich gerade erzählt habe, dass es jetzt nur noch einen gibt. Das heißt, das ist der einzige Controller, den es noch gibt, im Namespace Microsoft ASP.NET Core MVC. Was ich mache ist, und das gibt mir die Dependency Injection, ich injecte jetzt mein Food Repository. Das heißt, mein Controller ist nur noch abhängig vom Interface und nicht mehr von der konkreten Implementierung. Genau. Das speichere ich mir einfach, und dann kann ich jetzt sagen, okay, mein kompletter Food Controller soll bitte über die Route /API/Controller da sein. Und dieser Controller hier in eckigen Klammern ist eine Wildcard für den Namen der Klasse ohne den Suffix Controller. Das heißt, die Route setzt sich zusammen aus API/Food in dem Fall. Ja, das könnte auch API/Customer sein, wenn ihr einen Customer Controller habt. Ja, nennt man Attribute Routing. Das heißt, ihr setzt Attribute auf eurer Klasse bzw. auf euren Methoden und könnt sagen, das ist die Route für diesen Controller. Und dann habe ich gesagt, hey, ich hätte gerne eine HTTP-GET-Methode. Die gibt mir ein Action-Result zurück. Und ich habe nur zur Veranschaulichung, habe ich hier einen Try-Catch gemacht, einfach nur um zu sagen, hey, ich sende wirklich, wenn was passiert, ein 500er Status-Code-Result zurück. Das heißt, es ist ein Server-Error passiert. Das könnte ich auch global machen. Dann würde ich mir diesen Code sparen. Also manche sagen, es bläht sehr, sehr viel auf, weil wir nachher sehen, selbst mit dieser Fehlerbehandlung ist es wirklich nicht viel Code. Und was ich hier mache ist, ich sage, gib mir bitte ein OK-Result zurück. Und was ist es, komme ich gleich drauf. Und sage dann aus dem Food Repository, gib mir alle, und dann sage ich für alle, map mir die in DTO und so weiter. Und dieses OK ist eine Helper-Methode. Und wenn ich da drüber gehe, dann sehe ich, creates an OK Object Result that produces an OK 200 Response. Das heißt, hier steckt mein Statuscode 200 schon drin. Und 200 steht für OK, alles gut gegangen, prima. Ja, und das ist einfach nur, ich sag mal, Syntaxzucker für uns. Wir könnten auch einen Content Result machen, den Statuscode extra setzen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich das jetzt ausführe, .NET Restore. Das Restore muss ich nicht immer machen. Ich mache es jetzt nur mal, um sicher zu gehen, dass ich alle meine Pakete habe. Das .NET Restore geht in die Project.json, guckt nach, was hat er alles für Abhängigkeiten, sind die alle installiert, macht eine Project.log.json und installiert mir alles, wenn ich es noch nicht habe. Wenn ich jetzt sage .NET Run, genau, dann sagt er, meine Exception-Variable, das ist nur eine Warning, das ist die, die ihr im Visual Studio auch manchmal seht. Und mein Kestrel läuft. Wenn ich jetzt mal hergehe und Postman starte. Postman ist ein UI, mit dem ich HTTP-Requests mir zusammenbauen kann. Das heißt, ich kann sagen, hey, ich möchte gerne den Request auf die Route schicken und der soll das und das als Header beinhalten und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt mal ein GET mache, das heißt, ich fahre jetzt einen GET-Request auf meine API, das ist die Route, die ich gerade festgelegt habe, und ich sage Send, seht ihr, hinten hat schon was gerödelt, der hat das alles gelockt. Und ich bekomme ein leeres Array zurück. Inklusive dem Statuscode 200. Kann man das sehen? Okay. Ist das klar geworden? Routen, Requests, da schüttelt jemand. Du kannst es nicht sehen oder ist es nicht klar geworden? Kann nicht sein. Okay. Kann ich irgendwie Bildschirmlupe anmachen oder so? Gibt es das?
Windows Plus. Windows Plus. Er versucht es immer wieder. Sehr schön. Probieren wir es mal. Control und Scroll. Ist immer noch der Store bei mir. Weiß auch nicht. Aber ist es nicht irgendeine Doppelbelegung? Muss es nicht irgendwie noch Shift? Vielleicht Windows Shift Plus. Auch Store. Sehr schön. Dann versuch's mal. Sehr schön. Control Scrollen geht leider auch nicht. Gut, in dem Fall musst du mir glauben. Ja. Ist das okay? Also im Prinzip, ich bekomme ein leeres Array zurück, weil ich gerade alle Ressourcen angefragt habe. Es ist noch keine da. Und den Statuscode 200. Okay. Als nächstes können wir hergehen und können mal die Add-Methode implementieren. Die Add-Methode haben wir vorhin schon gesagt. Ich schicke dem Server Post. Das heißt, ich könnte jetzt hergehen und die Methode Post nennen. Das Ganze würde auch funktionieren. Dann bräuchte ich dieses Attribut nicht. Per Convention weiß der Controller, okay, er hat einen Post-Request abgesetzt. Aber ich finde es für mich und für andere Entwickler einfach besser, wenn ich die Methode so benenne mit dem, was sie macht. In dem Fall würde ich dann sagen Add, denn sie fügt eine neue Resource hinzu. Dann verwechselt man es nicht mit irgendwas anderem. Und dann muss ich aber das HTTP Post setzen. Und da sage ich wieder, hey, du bekommst wieder ein iActionResult zurück. Und von dem Body, von dem Request, also nicht über die Route, sondern von dem Body, map bitte das, was du bekommst, in ein Food-DTO rein. Und dann kann ich sagen, wenn das Ding null ist, dann schick mir ein Bad Request zurück. Und das ist wieder so ein Helper, eben wie der okay in einem Helper war, ist jetzt der Bad Request ein Helper und der sendet uns ein 400 zurück. Ja? Der Bad Request hat auch noch ein Model State, gucken wir uns nachher an, was wir machen, also zur Fehlervalidierung. Und wenn das alles okay ist, dann sage ich meinem Food Repository, er soll bitte das Ding hinzufügen. Und dann sage ich, schick bitte ein Created at Route zurück. Also jetzt haben wir wieder einen anderen Statuscode. Und was dieses Created at Route macht, ist, er sagt, ich schicke dir nicht nur in dem Body die Resource zurück, die ich gerade hinzugefügt habe, jetzt neu mit ID, denn meine Datenbank hat dir jetzt eine ID gegeben. Ich schicke dir auch gleichzeitig im Header den Link zu der Resource zurück und dann kannst du Client entscheiden, was du damit machen willst. Denn es gab die Leute, die gesagt haben, hey, wenn ich was update, hätte ich gerne die Resource zurück, völlig fertig, damit ich damit weiterarbeiten kann. Und dann gab es die gesagt haben, was will ich mit der Resource? Ich hätte gerne den Link auf die Resource, das ist REST und dann will ich da weiterleiten oder ich möchte den Link anbieten meinem User, wo er draufklicken kann oder. Und dieses Created at Route macht im Prinzip beides für uns. Und bei dem Created at Route geben wir eine Route an und sagen, hey, verweis bitte auf diese Route, nimm das hier als Parameter und das hier in den Body. Und jetzt haben wir diese Route noch nicht, das heißt, wir müssen die uns machen. Und das ist im Prinzip das Get Single. Das ist dieses Get mit der ID, die wir gemacht haben. Ich mache das mal unter das Get. Und jetzt können wir der Route auch noch einen Namen geben. Und die heißt jetzt genauso Get Single Food. Ja, das ist jetzt wieder was anderes als die Route, wo wir den Parameter mitgeben und als der Methodenname. Das ist im Prinzip ein Alias für die Route, wenn man so will. Und den Routennamen kann ich dann hier unten wieder ansprechen, Get Single Food. Gibt es da auch Conventions, wie, also wenn ich jetzt Get Single schreibe, macht er auch ein Get oder brauche ich das Attribut? Früher, ich glaube, ich habe das nicht gebraucht. Ne? Wie meinst du, wenn du hier Get Single schreibst? Ja, genau. Und oben dann HTTP Get und so, kann ich das wegwerfen? Ich meine, das funktioniert nicht mehr. Ich habe es noch nie ausprobiert, ehrlich gesagt. Weil bei Web API 2 braucht es das, glaube ich, nicht. Als so ein okay. Bei Convention drin. Also ich weiß, dass das Get auf jeden Fall dann funktioniert. Okay. Das funktioniert. Ohne HTTP-Get. Ohne HTTP-Get, genau. Das funktioniert auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Okay. Müsste ich ausprobieren. Ne, das habe ich nur dazu gemacht, einfach nur um zu sagen, hey, das ist die Get-Methode. In dem Fall hier oben bräuchte ich es nicht. Mhm. Ja, das ist. Okay, nehmen wir es Single. Ich gebe die ID mit, hole mir aus meinem Repository das einzelne Food-Item. Wenn das null ist, gebe ich ein NotFound zurück, 404. Ansonsten ein OK. Okay, wenn wir das jetzt ausführen. So, jetzt läuft mein Server wieder. Okay, was wir jetzt implementiert haben, war im Prinzip Add New Item. Ich mache einen Post-Request auf meine API, auf meine Route und sage dann im Body die Properties, die ich eben in dem DTO angegeben habe. Und er mappt jetzt dieses JSON auf mein Food-DTO in der Methode und trägt es hoffentlich ein. Wenn ich jetzt sage Send, dann schickt er mir ein 201 Created zurück.
Das heißt, als Client weiß ich, okay, das hat hingehauen. Ich bekomme die aktuell, also die eingetragene Resource mit der Datenbank-ID, das könnte auch eine GUID sein oder was auch immer. Und wenn ich jetzt in den Headern gucke, sehe ich, dass ich sogar die Location mitbekommen habe. Ja, das heißt, jetzt kann ich als Client entscheiden, was ich will. Entweder nehme ich den Link und schicke meinen Client auf den Link oder ich arbeite mit der Resource weiter oder was auch immer. Und wenn ich den Link jetzt nehme und ausführe, das ist im Prinzip genau der, und sage get, habe ich kein Array mehr von Items, sondern ich habe ein einzelnes Item, dann haben wir im Prinzip get all, get single und post schon implementiert. Mit den richtigen Status-Codes und so weiter und so fort. Okay, das nächste ist, ich möchte die Resource auch updaten. Ja, und Update ist ein HTTP-Put. Was habe ich da? Wieder haben wir unser Attribut, was wir angeben, HTTP-Put im Fall. Wir haben unsere Route und sagen, hey, in der Route hängt bitte eine ID, die ist vom Typ int. Wir nennen die Methode Update. Diesmal bekommt sie in der Route eine ID mit und vom Body ein Food-DTO. Das wird wieder gemerkt, was da kommt. Wir machen wieder unsere Checks und so weiter und so fort. Danach sagen wir Update und wir geben die Update-Resource zurück. Okay. Wollen wir das ausprobieren? So, der läuft wieder. Jetzt sagen wir get all. Gibt uns erstmal nichts zurück. Okay, dann sagen wir add new item. Machen wir 3 Stück. Und danach können wir sagen update. Und jetzt schicke ich die komplette Resource mit und sage, hey, mit der ID 1, die gebe ich da oben auch an. Also das ist meine komplette Resource. Nur der Name ist jetzt anders. Das heißt, ich schicke einen Put-Request an die Route mit meiner kompletten Resource. Wenn ich jetzt sage send, kriege ich die aktualisierte Resource wieder und ein 200 OK. Und jetzt kann ich wieder wählen als Client, was will ich damit machen. Möglichst viele Informationen an den Client, möglichst der Statuscode, der beschreibt, was da oben passiert ist. Okay, das Problem bei dieser Put-Methode ist jedoch, dass ich alles mitgeben muss. Ich muss meine komplette Resource mitgeben mit allen Properties. Und manchmal ist das nicht das, was ich will. Und da gibt es noch das HTTP-Patch-Verb. Und das ist eigentlich zu Unrecht sehr unbekannt, muss ich sagen. Also viele Leute kennen das nicht. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass man es mal erwähnt. Denn dieses HTTP-Patch-Verb ist ein Partial-Update. Das heißt, jetzt kann ich einzelne Operationen auf meine einzelnen Properties sagen. Ich kann sagen, update mir nur dieses eine Property. Das können wir auch mal nehmen. Ich hoffe, das ist die richtige Klammer. Ja. Und hier sehen wir eigentlich im Prinzip genau das gleiche Vorgehen. Wir haben jetzt das HTTP-Patch-Verb. Die Route kann ich auch direkt dahinter angeben. Das ist nur eine andere Schreibweise als die hier oben. Da gebe ich die Route explizit an. Hier schreibe ich es dahinter. Genau das gleiche, nur eine andere Schreibweise. Ich kriege wieder die ID aus der Route. Vom Body kriege ich jetzt ein JSON-Patch-Dokument. Und das Schöne an diesem Patch-Dokument ist, dass ich nachher sagen kann, apply to. Das heißt, hier stehen nur meine Änderungen drin. Und diese Änderungen kann ich auf eine bestehende Resource applizieren. Okay. Hier haben wir wieder Fehlerbehandlung und so weiter und so fort. Danach update ich das wieder und gebe wieder ein OK zurück. Wie wird das gemacht, das Apply? Ist das irgendwie mit Reflection oder? Ich glaube, hinten müsste es Reflection sein, ja. Wir gucken uns gleich mal an, wie so ein JSON-Patch-Dokument aussieht. Da siehst du, dass der Parse nur ein String ist und dann muss es irgendwo Reflection sein, ja. .NET Run. So, jetzt läuft der wieder. Gleiches Spiel, get all. Okay, läuft. Hier. Fügen wir ein bisschen was rein. 2, 3. Und sagen jetzt Patch. Und ich patche mit der ID 1 und im Body steht jetzt im Prinzip dieses JSON-Patch-Dokument. Und das JSON-Patch-Dokument ist immer ein Array von Anforderungen. Ich habe immer eine Operation, in dem Fall Replace. Also ersetzt mir etwas. Den Pfad, in dem Fall das Property-Name und der Value und das ist New Name. Das heißt, auf meinem Food mit der ID 1 ersetzt bitte den Namen durch New Name. Und das ist alles. Jetzt muss ich nicht mal meine komplette Resource mitschicken. Wenn ich das mitschicke, seht ihr, ich bekomme die aktualisierte Resource wieder und nur der Name wurde geändert. Und ich habe nur den Namen mitgeschickt. Das ist der Unterschied zwischen Put und Patch. Ja, und ich finde das Patch eigentlich noch recht cool, eben weil ich unten einfach sagen kann, hey, Patchdoc apply to und dem Food-Item und spuck mir danach alle Fehler aus. Das gucken wir uns gleich noch an, das Model State.
Okay, und viel mehr müssen wir gar nicht machen. Das Update und jetzt noch das Delete, aber das Delete ist recht simpel. Wir haben einen HTTP-Delete mit einer ID. Die ID bekomme ich aus der Route und dann sage ich, wenn es das Ding nicht gibt, gib mir ein Not Found zurück, ansonsten lösche es und dann gib mir ein No-Content zurück. Und der No-Content ist, glaube ich, ein 204. Genau, 200 heißt gut, 204, es ist gut gelaufen und ich habe keinen Content mehr an der Stelle, deswegen 204 No-Content. Können wir auch noch ausprobieren. Das passt. Das sind nur die Warnings. Postman. Okay, das läuft. Fügen wir was hinzu. Und jetzt können wir das mit der ID 2 löschen. Ich bekomme ein 204 No-Content zurück. Body ist leer, das Ding ist gelöscht. Alles gut. Okay, im Prinzip ist unsere REST-Schnittstelle jetzt fertig. Das ist unsere REST-Schnittstelle. Und wir haben gerade mal 170 Zeichen dafür gebraucht, inklusive der kompletten Fehlerbehandlung, die wir noch global machen können. Da könnte man auch noch ein paar Zeichen sparen. Das heißt, eigentlich ist es im Prinzip sehr, sehr lightweight. Es ist ein sehr, sehr leichtgewichtiger Web-Service, den ihr bauen könnt mit diesem .NET Core Web API und eben REST. Und was ich mir jetzt noch gerne angucken würde, wäre die Fehlerbehandlung. Denn ich kann zum Beispiel jetzt auf der Resource, die ich nach außen gebe, kann ich sagen, hey, ich hätte gern unbedingt einen Namen in der Resource drin. Muss ich gucken, das da, genau. Das heißt, wenn du mir eine Resource schickst, bei einem Hinzufügen, und es ist kein Name dabei, dann würfel bitte einen Fehler. Ja, und dann kann ich dieses Required-Attribut reinmachen, das heißt, ich brauche unbedingt deinen Namen. Und wenn wir jetzt mal in die Add-Methode gehen, da ist sie, da frage ich hier, if model state is valid oder if model state is nicht valid. Ja, das heißt, diese Data Annotations, die ich gerade über die Properties gemacht habe, wenn die nicht erfüllt sind im Prinzip, werden die in diesen Model State gemappt. Der Model State ist nicht mehr valide und ich kann einen Bad Request zurückschicken mit einer Überladung von dem Model State. Das heißt, die haben Validierung eigentlich auch schon in der Web API mit drin. Wenn ich jetzt hergehe und das mal ausprobiere, dann run. So, und wir machen jetzt mal ein Add New Item. So, das hat mal funktioniert, hoffe ich, genau. Und wenn wir jetzt mal sagen, so, the name field is required. Das heißt, die bekommt automatisch Validierung mit zurück. Der Statuscode ist 400 Bad Request. Und der Client kann jetzt darauf reagieren. Ihr könnt euch da die Fehler rausholen und so weiter und so fort. Ihr könnt auch eigene Fehlermeldungen angeben. Ihr könnt es, glaube ich, auch lokalisieren. Das hast du mal geblockt drüber, oder? Also ihr könnt Localization reinmachen auf Deutsch, Englisch und so weiter und so fort. Und im Prinzip ist das die Implementierung von eurer REST API. Und die REST API, die wir jetzt programmiert haben, ist cross-plattform-fähig, läuft in einem Kestrel mit allem drum und dran. Okay, gibt es dazu noch Fragen? Die Ergebnisse, die waren jetzt immer in JSON. Genau. Ist explizit von einem Postman so angefordert oder ist das einfach der Standard-Output von der Web? Es ist mittlerweile der Standard-Output. Du kannst aber auch mit XML arbeiten, aber du hast da sehr, sehr viel Overhead, weil XML ist schwerer zu lesen und so weiter und so fort. Im Moment auch, geht auch diese ganze Konfigurationsschiene Richtung JSON. Microsoft geht auch wieder einen Schritt zurück mit der Project JSON, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich sage mal so, ich weiß nicht, ob es offizieller Standard ist, aber mittlerweile machen REST-Schnittstellen eigentlich nur noch JSON, sage ich mal. Ja. Aber es gibt schon, du sagst, verschiedene Formate, die Proxys. Ja, die kommen mit. Es ist halt praktisch, JSON zu nutzen, wenn man an der Client-Seite mit JavaScript arbeitet. Dann ist das natürlich viel schneller in Objekte gemacht. Das ist übrigens hier in dem Add MVC drin. Da ist schon dieser JSON-Formatter mit drin. Ja, das heißt, hier wird schon unter der Haube festgelegt, okay, bitte benutzt JSON und so weiter. Es gibt da noch Add MVC Core. Ja, das ist noch weniger. Ich weiß gar nicht, ob es da ist. Es ist sogar dabei. Add MVC Core. Da wird wirklich nur das reingemacht, damit du gerade so dein REST-Zeug nutzen kannst. Und da ist der JSON nicht mit drin. Da müsstest du explizit sagen, hey, bitte benutze mir JSON. Oder was du eben benutzen willst, XML oder was. Ne? Wenn du das benutzt, so Add MVC ist es schon dabei. Kümmert der sich im Prinzip um dich. Okay. Weiter geht's. Demo, haben wir gesehen. Status Codes haben wir angeguckt. Dependency Injection haben wir angeguckt, wie wir es machen. Validierung haben wir angeguckt mit den Data Annotations.
Middleware haben wir angeguckt, noch eine Frage zu, und die Configuration in der Startup haben wir uns auch angeguckt, ne, wie ich das reinhänge, Configure, Configure Services und so weiter. Aber natürlich kann man eine REST API noch besser machen. Und es wäre ja schön, wenn der Client selber entscheiden könnte, was für Resources er bekommt und vor allen Dingen, wie viele Resources er bekommt. Dann stell dich mal vor, ihr habt 1 Million Customer und ihr schickt einen GET-Request an eure GET-All-Methode und ihr kriegt ungefähr 1 Million Einträge zurück. Das will kein Mensch, weil das kann niemand verarbeiten. Ja, deswegen kann man eine Web-API noch aufbauen und man kann zum Beispiel Paging hinzufügen. Und dann könntet ihr im Prinzip Attribute in eure Methode reingeben und könntet die auswerten. Und mit dem Entity Framework kann man dann schön Take und Skip sagen und so weiter und so fort. Und der Aufruf würde dann so aussehen, dass ihr sagt, Start auf, keine Ahnung, 4 und gib mir bitte da 10 zurück. Und dann könnt ihr clientseitig Paging aktivieren. Ja, aber von dem Paging mal ganz abgesehen, der Sinn ist eigentlich dabei, dass der Client die Macht darüber hat, was er bekommt. Er soll sagen, ich hätte gern von dir Einträge A bis Z oder keine Ahnung. Ihr könntet noch ein Sorting einbauen, wenn ihr sortieren wollt. Ja, Angular ist zum Beispiel ein Framework, das ist so intelligent und kann das clientseitig. Das ist schön und gut, aber ihr wisst nicht, wer euch den HTTP-Request geschickt hat. Angenommen, es ist ein, ich sag mal, dummes Framework. Ja, dann muss eure API oder eure API sollte dazu fähig sein, einfach zu sortieren, die Einträge zu sortieren, bevor ich sie zurückgebe. Ja, das könnte zum Beispiel so aussehen, dass ihr sagt API/food/order by, in dem Fall ID oder sowas. Ja, da könnte man auch noch ein Ascending oder Descending reinmachen. Dann gibt es auch noch Data Shaping. Das ist auch noch ganz interessant. Wenn ihr eine Resource habt, einen Customer, und der hat 20 Properties, und ihr wollt aber gerne in einer Übersicht, in der Tabelle, wollt ihr nur Vorname und Nachname reinschreiben, ja, dann holt euch auch nur den Vornamen und den Nachnamen. Und dann wäre es ja schön, wenn man sagen könnte, hey, ich hätte gern API Food alle, aber gib mir bitte nur die, in dem Fall die IDs und die Kalorien zurück. Das könnt ihr auseinandernehmen und so weiter und so fort. Und wenn ihr das macht, eigentlich sind der Fantasie da keine Grenzen gesetzt, denn ihr seid recht offen, was das angeht. Wenn ihr das macht, könnt ihr einen Endpunkt definieren, der von so ziemlich allem genutzt werden kann. Und wenn ihr jetzt einen Kunden habt und ihr sagt, hey, ich hätte gern so eine API, mach mir bitte eine Internet-Applikation dazu. Und ihr schickt eure besten Angular-Entwickler hin und die machen das. Und das ist schön gut. Und irgendwann sagt der Kunde, Mensch, das ist klasse, was du gemacht hast. Aber ich habe einen Kunde, der will unbedingt eine WPF-Applikation. Und sagt ihr, okay, kein Problem, der Endpunkt ist da. Ihr müsst nur euer Frontend im Prinzip neu entwickeln, aber ihr konsumiert die gleiche Schnittstelle. Und somit habt ihr eure Daten immer synchron. Und es ist egal, mit was ihr kommt. Ihr könnt auch eine App schreiben mit Xamarin. Die telefoniert auf die gleiche API und kann es genauso konsumieren wie jeder andere Client auch. Ja, und dann ist auch völlig egal, was für eine Technologie oder was für eine Programmiersprache ihr verwendet. Davon abgesehen, es ist völlig egal, was ihr verwendet. Ich habe es am Anfang schon erwähnt. Ihr könnt Ruby verwenden, ihr könnt PHP verwenden, ihr könnt, also für den Client, ihr könnt, keine Ahnung, was verwenden. Wichtig ist einfach nur, dass ihr guten Code schreibt. Schreibt Code, der testbar ist, der wartbar ist. Schreibt Code, den ihr lesen könnt, den eure Kollegen lesen können. Und mit dem würde ich euch gerne entlassen. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn noch Fragen sind, gerne. Du hast jetzt gerade die letzten Punkte, Paging, Data Shaping etc. Mhm. Das ist ja etwas, was zum Beispiel OData alles auch aus dem Kopf schon mitbringt. Richtig. Haben wir OData Support schon in ASP.NET Web API Core? Ich glaube nicht. Sie sind dran, aber ich glaube, es ist noch nicht verfügbar, oder? Nee, es ist früher Alpha. Ja, eben, früher Alpha. Also. Früher Alpha. Production Ready. Ja, genau. Also OData ist noch nicht verfügbar. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich dafür jetzt gesteinigt werde, ich bin recht kritisch gegenüber OData, muss ich sagen. Ich kriege recht viel out of the box mit, aber wer es mal entwickelt hat, weiß, okay, ich kann so ein Enable Query über die Methode machen und ich muss ein IEnumerable zurückgeben und im Prinzip beim Ausgang der Methode wird im Prinzip mein Filter angewendet. Und ich finde es immer, ich will nicht sagen verwirrend, aber ich muss halt immer 3 Magic-Sachen dazu denken, wenn ich sage, okay, da könnte ja ein Filter-Attribut mitkommen oder sowas und muss das dann immer wissen. Bei dem Ansatz, den ich gerade gezeigt habe, da sieht man, dass einer mitkommt. Ich weiß genau, was auf meinem Repository gemacht wird oder sowas. Also ich finde es sichtbarer. Das Zweite, was bei OData ist, wenn du wirklich dem Client die Möglichkeit gibst, du kannst ja sagen Select und da ist das Data Shaping schon dabei, Filter und so weiter und so fort. Alles schön gut. In deinem SQL Client. Irgendwann macht der Client SQL. Und ganz ehrlich, das ist nicht das, was du willst, denn deswegen machst du ja Services, damit du genau das verhinderst. Ja? Für mich ist OData so der Ansatz, ich gebe alles frei und mache Restriktionen
und der REST-Ansatz ist, ich gebe nichts frei und implementiere das, was ich will. Also es sind so gegensätzliche Ansätze. Das einfach immer bedenken, wenn man mit OData kommt. Ja. Verstehe ich, sehe ich genau gleich. Es gibt halt Dinge wie zum Beispiel Excel hat OData Support. Wenn man dann den Customers eben Reporting anbieten will, ist es sehr, sehr komfortabel, weil man sehr, sehr günstig dazukommt. Gibt es für diese Data Shaping und so, hast du irgendwelchen Out-of-the-Box-Support oder machst du es einfach selbst? Also ich habe für das Data Shaping mal eine Library geschrieben, wo du eine Liste von Fields reingeben kannst und da wird es im Prinzip via Reflection einfach aufgelöst. Gibt es auf NuGet, kannst du suchen, ist schon recht alt, aber das Prinzip hat sich nicht geändert. Dann kannst du sagen, create data shaped object und du kriegst es dann zurück. Aber das halt manuell, ne? Also ich gehe wirklich mit Reflection los und so weiter. Und so. Okay. Ja. Alle überwältigt? Wie du vorhin gesagt hast, jetzt bei den .NET Core, was die .NET Core wieder in Richtung von dieser Project JSON ging. Und man hört ja jetzt auch immer wieder, dass sie von der Richtung wieder weggehen sollen. Das ist so. Der aktuelle Stand jetzt gerade. Der aktuelle Stand ist, glaube ich, dass du mit Visual Studio 2017, das gerade im RC ist. Die offizielle Version lautet, mit .NET Standard 2.0 wird es die Project JSON nicht mehr geben. Okay, aber jetzt ist so, wenn du, glaube ich, ein Projekt mit 2017 öffnest, wird es einmalig migriert. Automatisch? Also der Sinn ist, du sollst nichts davon mitbekommen. Also Microsoft sagt, okay, es war halt eine Entscheidung, wir haben es versucht, es hat nicht hingehauen. Wir wollen dich aber quasi den Weg zurück machen, wie so angenehm wie möglich. Das heißt, wenn du mit Visual Studio 2017 so ein Core-Projekt öffnest mit einer Project JSON, wird das Ganze migriert. Die Informationen sind ja nicht falsch, die sind ja immer noch, müssen ja immer noch irgendwo sein, sie werden nur woanders gespeichert. Ja, das heißt, die Informationen sind kein Mucks, sondern sie sind einfach nur woanders und es wird automatisch migriert, aber du kannst dann nicht mehr zurück. Also wenn es einmal migriert ist, dann ist es migriert und dann kannst du nicht sagen, okay, jetzt will ich aber wieder zurück, weil es irgendwie blöd ist oder so, sondern das ist dann so und das ist dann fix. Ja. Ja, wo kommen die Einstellungen rein? In die CSProj-Datei und wird wieder XML. Es wird leserlicher als vorher im Prinzip, aber es kommt wieder in XML-Format wieder. Du hast jetzt gesagt, es gibt nur noch einen Controller, aber alles ist im MVC Namespace, also du bist das jetzt irgendwie Bestandteil vom MVC. Genau. Also ich habe mich am Anfang auch, ich fand es verwirrend, wenn ich eine Web API machen will, dass ich sage Add MVC, denn dieses Add MVC ist ja genau das, was ich nicht will. MVC war für mich immer serverseitig und so weiter und so fort. Es ist einfach alles da drin. Also dieser Controller ist bei MVC Core im Prinzip dabei. Es wird so verwendet und ja, es gibt kein Add Web API. Es regelt sich halt alles über die Rückgabe in dem Fall. iActionResult, iHttp, iActionResult und dann JSON zurück. Genau. Gut, wenn keine Fragen mehr sind, schönen Feierabend. Vielen Dank. Vielen Dank, Fabio. Gerne. Ich mache Stopp-Resulting.